taking on responsibility, knowing it will weigh you down. Meine Damen und Herren, hier in Forum 1. Ich freue mich, dass Sie da sind und sich für dieses Panel entschieden haben. Ich weiß, die Konkurrenz auf dem Deutschen Sparkassentag ist groß. Deswegen kämpfen wir um jeden, dass Sie da sind und dass Sie bleiben. Deswegen sage ich Ihnen jetzt schon mal, es erwartet Sie ein spannendes Panel, wo es sich lohnt, auch wirklich zu bleiben. Zukunft gestalten ist die Überschrift und es geht um Wertpapierkultur in Deutschland. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich bin die Corinna Wohlfall, ich stehe für den Nachrichtensender NTV seit geraumer Zeit für das Thema Wertpapier, Wirtschaft, Börse und stehe häufig an der Frankfurter Börse, um darüber zu berichten. Und da erreichen mich ganz viele Fragen und die Kernfrage ist eigentlich immer, was mache ich mit meinem Geld, wie mache ich es richtig, wie sorge ich richtig vor? Und die Antworten haben wir, glaube ich, in der Breite noch nicht so richtig gegeben. Wir übertragen das Ganze hier live per Livestream auf dsgv.de. Das wissen Sie, das ist auch nachher noch abrufbar. Und wenn Sie über uns reden, hoffe ich, dass Sie es gut tun. Und wenn Sie es tun, wie auch immer, machen Sie es am liebsten unter dem Hashtag Sparkassentag oder gemeinsam allem gewachsen in den sozialen Medien. So, und jetzt geht's auch schon los. Wenn man sich das Sparverhalten in Deutschland anguckt, dann stellen wir, glaube ich, sehr schnell fest, wir Deutschen sind sparsam, wir sind sehr sparsam. Aber oftmals versparen wir uns. Dabei waren wir mal auf einem ganz guten Weg. Ich erinnere mich nämlich an Zeiten an der Börse vor 2000. Da kamen so Zuschaueranrufe wie, können Sie nicht mal über die FIAG berichten? Damals war noch FIAG an der Börse. Oder sagen Sie doch mal was zur SEPP-Aktie. Und ich war vorher in der Anlageberatung selbst tätig. Und da hatten wir so diesen geflügelten Satz, momentan kannst du dem Hund einen Orderzettel an den Schwanz binden, der kommt unterschrieben zurück. Diese Zeiten gab es. Da dachten wir, wir wären auf einem guten Weg. Und dann kam die Telekom. Und dann hat sich vieles verändert. Heute ist das längst Vergangenheit und wir müssen über die Zukunft reden, wo die Digitalisierung ganz andere Unternehmen wie damals interessant und spannend macht, ganze Geschäftsmodelle auf den Kopf stellt. Das ist unser Eingang. Film ab. Gründer in Deutschland nutzen die Chancen der Digitalisierung. Ein Beispiel: Vectoflow. Die Idee? Vectoflow produziert im 3D-Druck hochsensible Sonden, mit denen Autos, Flugzeuge und Drohnen schneller werden. Ein digitales Business, datengesteuerte Prozesse. Für viele eine Entwicklung mit Zweifeln und Fragen. Für die Gründer eine Chance. Ich wusste schon gleich, dass ich nie irgendwo anders so viel lernen werde, wie wenn ich meine eigene Firma gründe. Der Mittelstand, Maschinenbau, Autobau, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, aber wie lange noch? Dagegen wächst der Dienstleistungssektor. Hier sind Ideen und Innovationen gefragt. Wie wird die Drohne Handel und Logistik verändern? Unternehmen müssen Antworten finden, sich verändern, die Zukunft in die Hand nehmen. Und die Menschen, die arbeiten, sie werden immer älter. Sie leben 25 Jahre im Ruhestand. Der Generationenvertrag muss neu verhandelt werden. Die Altersvorsorge neu gedacht werden. Zukunftsfragen für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, für jeden Einzelnen. Wertpapiersparen und Aktienfonds können eine Antwort sein, um Altersarmut zu vermeiden. Startups wie Vectoflow gestalten diese Zukunft, indem sie die Chancen der Digitalisierung nutzen. Wie können wir diese Dynamik aufnehmen, Wachstum für alle generieren und Sicherheit? Wie können wir diese Zukunft gestalten? Ja, begrüßen Sie jetzt mit einem Applaus meine Panelisten hier oben. Dr. Christine Bortenlänger, Robert Hassler, Beat Kappeler, Dr. Georg Stocker und Beate Sander. Herzlich willkommen. Applaus.
wunderbar. Fast freie Platzwahl. Frau Sander, kommen Sie gleich zu mir. Okay, danke. So, ich stelle Ihnen die Damen und Herren noch mal kurz vor, sofern Sie sie nicht schon kennen. Beginne ganz außen, Dr. Christine Bortenlänger, Chefin, Vorstand des Deutschen Aktieninstituts, früher Chefin der Bayerischen Börse, in vielen Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen, Covestro, MTU, Osram und im Börsenrat der Frankfurter Börse. Also ja, die Börsenfrau schlechthin. Die Aktie in lebender Form, würde ich mal sagen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind. Robert Hasseler. Ja, wir können auch gemeinsam gleich für alle klatschen, wenn Sie einverstanden sind. Robert Hasseler direkt daneben, seit mehr... Ach nee, stimmt gar nicht. Jetzt haben Sie sich meine Reihenfolge... Ist egal, dann springen wir zurück. Beat Kappeler direkt daneben. Ökonom, Schweizer Ökonom, Autor und Publizist, war 15 Jahre Sekretär des Schweizer Gewerkschaftsbundes, freier Wirtschaftsjournalist, hat sehr, sehr viele Kolumnen für die Neue Zürcher Zeitung am Sonntag geschrieben, 16 Jahre lang rund 800 Kolumnen. Nach über 4000 Geschäftsessen hat er dann gesagt, jetzt reicht's mir, ich höre auf mit den Kolumnen, obwohl sie immer geistreich, unkonventionell und gegen den Mainstream waren. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, dass Sie selbst gesagt haben, Sie haben bewusst in den letzten 40 Jahren nie Fernsehen geguckt. Das kann ich nicht als gut bewerten, aber trotzdem schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Dann haben wir mit dabei Robert Hasseler, der Nächste in der Runde, seit mehr als 2 Jahrzehnten im Bereich des Nachhaltigkeitsratings tätig, schon früh eine Nachhaltigkeitsagentur gegründet, Leiter von Institutional Shareholder Services, ISS Ökonom, engagiert sich in sehr, sehr vielen Gremien und ist halt der Vertreter schlechthin für das Thema Nachhaltigkeit. Dann Herr Dr. Georg Stocker in der Runde, dem wir dieses Panel zu verdanken haben sozusagen, der gesagt hat, als Vorstand der Deka Bank, wir müssen darüber reden, über das Thema Wertpapierkultur, ein Urgestein des öffentlich-rechtlichen Bankenlagers, würde ich mal behaupten, derzeit im Vorstand der Deka Bank für Vertrieb und Marketing zuständig und demnächst der Vorsitzende des Vorstandes des Wertpapierhauses der Sparkassen. Schön, dass Sie da sind. Und direkt neben mir Beate Sander. Sie sind, wie darf ich es mal liebevoll sagen, für mich eine Power-Anleger-Omi, mit 81 Jahren sowas von engagiert, was die Aktie angeht. Seit fast 20 Jahren pensionierte Lehrerin, aber von Pensionen ist da gar nichts zu verspüren. Absolute Aktienexpertin, Börsenbuchautorin, Dozentin für Börsenseminare, gefragte Vortragsrednerin, Kolumnistin der Bild-Zeitung und YouTuberin. Ich meine, was will man mehr? Applaus nochmal für alle. So, und jetzt habe ich mir das Panel im Vorfeld natürlich angeguckt, mich auf alle vorbereitet und habe mich gefragt, naja, wo ist der Part gegen die Aktie? Habe ich nicht gefunden. Wir könnten, Herr Dr. Stocker, mit dem Panel fast einen Werbefilm, glaube ich, für die Aktie drehen. Das hat auch die Telekom mit Manfred Krug versucht. Wir werden, glaube ich, heute erfolgreicher damit. Warum haben Sie gesagt, dieses Panel über Wertpapierkultur brauchen wir hier auf dem Deutschen Sparkassentag 2019? Warum ist das so wichtig? Naja, wir hatten jetzt ja viele Vorträge in den letzten 2 Tagen hören dürfen und ich glaube, eines ist ja deutlich geworden. Die Zinsen sind niedrig, schon leider seit geraumer Zeit und sie werden auch noch geraume Zeit niedrig bleiben. Und unser Präsident, Herr Schleweis, hat es gerade angesprochen, auch in den zumindest Ballungszentren haben wir heute Immobilienpreise, was dazu führt, dass große Teile der Bevölkerung sich wirklich sehr schwer tun, auch Eigentum zu erwerben. Sodass die letzte Alternative, um Vermögenschancen zu nutzen, dann das Wertpapier ist. Und es sind ja auch viele Kolleginnen und Kollegen da, die in der Beratung aktiv sind. Ich denke, sie werden die Sicht teilen. Es ist nicht so einfach, heute Wertpapiere in der Beratung anzubieten. Aktie wird häufig schon noch mit einem gewissen spekulativen Element verbunden. Und dementsprechend ist die Aufgabe von uns als Deka gemeinsam mit den Sparkassen, als Sparkassenfinanzgruppe, natürlich auch das Thema Wertpapierkultur zu fördern, als die Basis, um den nächsten Schritt dann auch zu tun, ins Wertpapier wirklich rein zu finanzieren. Denn wir als Sparkassenfinanzgruppe, und auch das ist ja deutlich geworden, sind nicht nur da für Menschen, die höhere Vermögen haben, die größere Einkommen haben, sondern für alle Bevölkerungsschichten und vor allem für Menschen, die etwas weniger verdienen, wo aber das Thema Altersvorsorge enorm wichtig ist. Zumal ich gelesen habe, dass Sie, das Thema Altersarmut mittlerweile eine der größten Sorgen der Deutschen ist. Ja, bis vor einigen Jahren ist traditionell in unserem Land die größte Angst gewesen, die Angst vor Inflation.
Das hat sich jetzt deutlich gedreht. Die größte Angst der Menschen in unserem Land ist mittlerweile, wenn es um Vermögen geht, die Angst vor Altersarmut. Dementsprechend haben wir in den letzten Jahren gemeinsam mit den Sparkassen das Thema Wertpapierkultur gefördert. Und da war natürlich die Frage, was ist ein richtiges Momentum? Und da ist der Wertpapier-Sparplan aus unserer Sicht ein sehr, sehr guter Einstieg, weil es mit sehr kleinen Beträgen möglich ist, einzusteigen und auch ein Gefühl zu bekommen, wie Märkte funktionieren und auch das Risiko sehr überschaubar ist, denn sie kaufen ja in allen Phasen. Wie wir das machen und die Menschen überzeugen, darüber möchte ich gleich noch sprechen. Vorab aber vielleicht nochmal die Frage an Herrn Kappeler. Als Ökonom sehen Sie wahrscheinlich auch noch die Herausforderung, warum wir über Wertpapierkultur reden müssen, die wir im Film gesehen haben. Viele neue, junge Unternehmen, die auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten für ihr Geschäftsmodell sind, oder? Die sollten tatsächlich mehr im Bewusstsein sein, mehr Anleger finden. Das Hauptproblem allerdings, finde ich, ist in Mitteleuropa, die bereits bestehende mittelständische Firma, das ist für deutsche Verhältnisse 3 Milliarden Umsatz, 1000 Leute Beschäftigung, dass die sich scheuen, an die Börse zu gehen. Das ist in der Schweiz ähnlich und teils auch in Frankreich, in angelsächsischen Ländern hingegen gehen die an die Börse. Und wir haben also, sagen wir, eine fehlende oder kleinere Wertpapierkultur vom Angebot her der Aktien und dann natürlich auch weniger Gewöhnung bei den Anlegern, bei den Jungen, bei den mittelständischen Leuten, sich in Aktien zu engagieren. Da bestehen sicher Bringschulden, wenn man so will, beim Staat. Der hat die Aktienemission und dann die Führung einer Aktiengesellschaft unglaublich kompliziert, vor allem auch nach der Finanzkrise. Es ist für mittelständische Unternehmer schwierig, ihr Unternehmen gleich auch noch an die Börse zu bringen und all die Regulatorien zu beachten. Aber um nur das Bild zu haben, hätte Deutschland Aldi und Lidl zum Beispiel auch an der Börse, wären zig Milliarden, 100 Milliarden mehr Kapital darin, dass man sich engagieren könnte, wie Walmart, Amazon in Amerika, Marks & Spencer in England, in der Schweiz genau gleich. Migros und Coop beherrschen die Hälfte des Detailhandels, aber sind nicht an der Börse. Warum glauben Sie das, dass das dann mehr wären? Weil das einfach noch mehr kennen und dann auch kaufen oder investieren würden, oder warum? Ja, ich denke eben, dass die mittelständischen Unternehmer und auch diese großen Gruppen wollen die Mehrheit nicht aus der Hand geben. Es kommt natürlich dazu, dass bei Migros und Coop zum Beispiel, auch anderen, vielleicht auch bei Sparkassen, der genossenschaftliche, gemeinwirtschaftliche Charakter zu leiden droht, wenn man natürlich Vierteljahresabschlüsse machen muss, wenn man übernommen werden könnte, wenn man filettiert werden könnte. Ja, ich wollte eigentlich von der anderen Seite her kommen und wissen, ne, warum ist Wertpapierkultur so wichtig? Weil wir zum einen den Bedarf haben, ja, vorzusorgen, und zum anderen aber, dass natürlich auch eine Finanzierungsquelle ist. Es ist die Hauptvermittlung von Eigenkapital in einer Gesellschaft. Auf der einen Seite die Sparer, die hätten das Geld, auf der anderen Seite jene, die was damit anfangen könnten. Und die Aktie ist das Bindeglied zwischen beiden. Mhm. Und beide haben gegenüber, sagen wir, staatlichen Investitionsprogrammen wie in China oder seinerzeit in der Sowjetunion, haben eine doppelte Rationalität. Der Unternehmer weiß, warum er dieses Kapital beansprucht und Aktien ausgibt, und der Anleger weiß auch, wo er sein Herz und sein Geld hingibt. Okay. Und ist auch rational. Es ist eine doppelte Rationalität, und das ist das freie System. Also es gibt gute Gründe, über Wertpapierkultur zu diskutieren. Frau Bortenlänger, jetzt bin ich bei Ihnen. Jetzt bereiten Sie uns mal die Grundlage und sagen uns kurz und knapp in Zahlen, wo stehen wir in Deutschland in Sachen Wertpapierkultur? Was sind die Fakten? Also zum einen herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Und dann möchte ich mal sagen, ich freue mich, dass so viele junge Gesichter im Publikum sind, weil das ist tatsächlich die Zielgruppe, die am allermeisten über Aktien nachdenken muss. Wenn man sich heute die wahrscheinlich alles Berater, oder? In der Sparkasse schon, oder? Azubis? Azubis, ja. Goldrichtig. Perfekt. Also, wir haben in Deutschland ungefähr 16% Aktionäre. Das heißt, so nicht ganz jeder Sechste hat Aktien. Dabei hat er nur zum Teil Aktien direkt. Es teilt sich ungefähr so hälftig auf. Die eine Hälfte hat Aktien, die andere hat Aktienfonds. Manche haben beides. Was vielleicht auch noch eine interessante Zahl ist, wir haben nur 2,5 Millionen Belegschaftsaktionäre. Wenn man sich überlegt, die großen DAX-Unternehmen, wie viele Mitarbeiter die haben und wie viele Bürger wir in Deutschland haben, dann sehen wir, dass auch über diese Belegschaftsaktionäre noch ein riesengroßer Hebel wäre. Da ist das eine Problem, dass große Unternehmen, Sie haben ein paar genannt, nicht börsennotiert sind. Die können natürlich dann auch gar keine, also sind auch gar nicht in der Rechtsform der AG und geben keine Belegschaftsaktien aus.
So, und das wäre jetzt der Hebel, wo die Leute Aktie kennenlernen könnten. Das heißt, wir müssen die Leute zu ihrem Glück zwingen, sagen Sie damit im Grunde? Ja, wir müssen Anreize schaffen. Und jetzt möchte ich noch eine andere Zahl nennen, die ich heute in der Zeitung gelesen habe, die ich selber nicht kannte. Wenn man den DAX zurückrechnen würde, auf 70 Jahre zurück, dann wäre der bei 7 Punkten gestartet. Ja? Heute sind wir so um die 12.000. Das ist ein Plus von 160.000%. Jetzt müssen wir natürlich dazu sagen, was der DAX für ein Index ist. Ja gut, den glaube ich kennen alle hier. Na, ich meine, als, ne, dadurch, dass da natürlich auch als Performance-Index... Gut, da fließen die Dividenden mit ein, aber trotzdem. Das heißt, es ist eine zweistellige Rendite über alle Jahre. Also es ist immer über 10%. Und das heißt, gerade für die Jungen, fangt an mit Aktien. Und ich meine, bis ihr mal in den Ruhestand geht, vergehen viele, viele Jahre. Oder bis ihr euch eure ersten größeren Wünsche, wie vielleicht auch eine Wohnung oder sowas erfüllen wollt, da habt ihr Zeit hinzusparen. Und da kann man mit Aktien einfach wirklich in allen Phasen hervorragende Renditen erzielen. Gibt es bestimmte Gruppen in Deutschland, die man besonders motivieren oder wachrütteln müsste? Sprich, es heißt immer wieder, dass Frauen nicht gut vorsorgen fürs Alter, oder sind es eher die Jüngeren oder die Älteren? Kann man das sagen? Ja, man muss also eigentlich gerade, es heißt ja oft, ich habe nicht genug Geld, um in Aktien zu sparen. Der Staat und auch die Unternehmen müssten gerade dafür sorgen, dass diejenigen, die nicht so viel Geld haben, die Möglichkeit haben, in Aktien zu investieren. Weil da sind die spannenden Renditen. Und insofern, und das schaffen wir heute nicht mehr bei der Zeit hier, ist es so wichtig, dass der Staat auch anfängt, sein Rentensystem dahingehend anders auszurichten, dass Aktien mit in die deutsche Altersvorsorge gebaut werden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Okay, jetzt hatte ich zwar Herrn Kappeler schon drangenommen und eigentlich wollte ich erst die anderen, aber jetzt muss ich Ihre Karte doch nochmal ziehen, Herr Kappeler, denn Sie haben mir vorher so nett erzählt, Herr Kappeler in der Runde ist der zum Glück gezwungene Mensch, er wurde zum Millionär gezwungen zu werden, gemeinsam mit Ihrer Frau. Sagen Sie uns kurz warum, durch den Schweizer Staat. In Schweiz ist seit 85 die sogenannte Riester-Rente obligatorisch. Der Staat zwingt alle ab 25 Jahren ungefähr 10% des Bruttolohns in Pensionsfonds einzuzahlen, welche unter anderem Aktien kaufen. Und eben, ich habe das Beispiel nur gebracht, ich habe viel freies Einkommen, das ich nicht so einbezahlen musste, aber mit meinem gebundenen Einkommen, das als Arbeitnehmer kam, mit dem Teilzeitarbeitspensum meiner Frau zusammen, hatten wir mit 65 vom Staat gezwungen, 1 Million auf den Konten. Ja, und das war teilweise in Aktien, ist immer noch teilweise in Aktien angelegt. Es ergibt auch eine Rente, die höher ist als die staatliche umlagefinanzierte Altersrente. Ja, Herr Dr. Stocker, und damit sind wir bei Ihrem Thema beim regelmäßigen Sparen, wo es immer wieder Plädoyers dafür gibt. Wie sieht es dann aus mit den Abschlüssen von Sparplänen in Ihrem Hause? Sind Sie mit den Zahlen zufrieden, mit der Entwicklung? Ja, also ich denke, wir haben es ja in den letzten Jahren begonnen, sehr intensiv in den Fokus zu stellen, gemeinsam mit den Beraterinnen und Beratern der Sparkassen. Wir als DK haben derzeit 4,3 Millionen Sparpläne. Und um eine Zahl zu nennen, was die letzten 2 Jahre betrifft, in den letzten 2 Jahren haben die Sparkassen in der Summe 1 Million Wertpapiersparpläne abgeschlossen. Und ich finde, das ist schon eine ganz hervorragende Leistung. Pro Tag wird in der Deutschen Sparkassenorganisation eine Zahl von 3.000 Sparplänen gezeichnet, knapp. Wenn wir jetzt aber bedenken, dass Sie 50 Millionen Sparkassenkunden haben, ist die Zahl wieder klein, oder? Das ist richtig. Also ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Aber die Frau Bordner hat es auch angesprochen, wir haben schon noch einen weiten Weg. Wenn wir mal gucken, welcher Anteil bei uns im privaten Geldvermögen wirklich in Wertpapiere angelegt ist und mit anderen Nationen uns vergleichen, mit den USA, wo es dann über 50% ist, dann haben wir schon noch einen weiten Weg vor uns, dorthin zu kommen. Da sind wir alle gefordert, sicher wir als Sparkassenfinanzgruppe, wir als SDK, als Wertpapierhaus, aber ich denke auch alle anderen Gruppen und Herr Wortneger, Sie haben es angesprochen, auch die Politik ist gefordert, hier mitzuhelfen, dass wir Wege gehen, das auch zu fördern. Mhm. Frau Sander, jetzt möchte ich zu Ihnen kommen. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich höre öfter mal den Spruch, dass Lehrer gemeinhin als Feinde der Banker und Börsianer gelten, weil sie immer so komische Fragen stellen. Sie sind Lehrerin lange gewesen und sind die absolute Aktienexpertin und Aktienfan. Waren Sie das schon immer Ihr Leben lang oder wie sind Sie dazu geworden? Ja, das kam eigentlich durch meine Lehrtätigkeit. Ich hatte sowohl Schulbücher geschrieben als auch Lehrerhandbücher für die Fächer Wirtschaft und Recht, Sozialwesen und Erziehungslehre. Und Ende der 1990er Jahre kam mein Schulleiter, der
leidenschaftlicher Aktionär ist. Er sagte, Frau Sander, Sie könnten doch jetzt wirklich auch eine Börsen-AG einrichten in der Schule, denn die Eltern wollen Aktien haben durch einen neuen Markt. Man bildet sich ja ein, dass man dann reich wird in kurzer Zeit, allein durch Aktien. Man braucht dann gar nicht mehr zu arbeiten. Und diese komische Meinung herrschte vor. Ich war begeistert für diese Börsen-AG, sagt der Schulleiter, ja, besorgen Sie schnell ein Börsenbuch, dann machen wir das. Ich auf der Suche nach einem Börsenbuch, da gab es nur eine dicke, fette Bankenlehre, war noch umfangreicher als mein Börsenführerschein. Und sagt der Schulleiter, ja, schreiben Sie mal schnell selber ein Buch, in 8 Wochen schaffen Sie das über die Weihnachtsferien, dann können Sie starten im Februar. Da habe ich ein kleines Buch geschrieben, das hieß im Volksmund so, der kleine grüne Dachs, offiziell Börseneinstieg mit Spaß und Spannung. Und es war dann auch Spaß und Spannung. Da habe ich dann diese Börse-AG gegründet und bin dann immer begeisterter auf die Aktien gekommen. Wie kriegen wir Menschen dazu, solche Bücher wie die, die Sie geschrieben haben, zu lesen und für die Aktie zu begeistern? Ja, Bücher lesen nicht alle. Ich halte jede Woche 4-mal abends 3 Stunden Börsenunterricht und da kommen auch welche, nicht die Fortgeschrittenen, die wissen, Aktie ist auch Arbeit, da muss ich was lesen, da muss ich mich mit beschäftigen. Aber manche denken, ach, ich brauche ja kein Buch für 30 Euro, ich will zwar Millionär werden, aber es muss auch ohne Bücher gehen. Und da muss man dann auch allmählich zeigen, Leute, so geht das auch nicht. Ihr müsst euch schon mit dem Thema richtig beschäftigen und ihr werdet merken, wenn ihr das richtig tut, dann ist das auch spannend. Da tut ihr auch was für die Gemeinschaft. Und wenn man bedenkt heute, dass durch den demografischen Wandel der Mensch in 10 Jahren 2 Jahre dazu gewinnt, in 50 Jahren haben Sie 10 Jahre geschenktes Leben. In 75 Jahren sind es 15 Jahre. Und wenn man dann die Rente, die ja niedrig ist, praktisch 25 Jahre bezieht, ist es Zeit, dass man nicht nur sagt, ja, ich sitze auf der Couch, weil ich nicht so viel Geld habe, dass ich meinen Ruhestand richtig verbringen kann. Ich habe Angst vor Altersarmut, ich habe Angst vor Grundsicherung und all so ein Zeug. Da wird es Zeit, dass man sagt, so muss es nicht sein, Leute. Wenn ihr frühzeitig beginnt, auch mit kleinen Beträgen in die Aktien reinzugehen, dann werdet euch diese schlimmen Sachen wie Altersarmut erspart bleiben. Okay, jetzt sind aber wir Deutschen, genau, Applaus. Und wieder war da das Geheimnis des regelmäßigen Sparens, früh anfangen, auch mit kleinen Beträgen. Ist das auch das, wie wir vielen die Angst vor der Aktie nehmen können? Ich sag mal, wir Deutschen, wir sind ängstlich, vielleicht auch begründet aus alter Vergangenheit. Wir haben Angst vor Inflation, das fiel vor einem, wir haben Angst vor Altersarmut. Und natürlich muss man auch sagen, wir haben jetzt bisher ein Loblied auf die Aktie gesungen, aber die Aktie ist natürlich auch Risiko. Ich habe Kursschwankungen und wenn ich das Geld zum falschen Zeitpunkt brauche, kann ich auch Verluste haben, Frau Bortenlänger? Wie also, kläre ich denn da richtig auf? Was mir nicht gefällt, ist, dass immer wieder betont wird, dass wir Deutschen so ängstlich sind. Also andere Nationen sind auch nicht mutiger. Der große Hebel in anderen Ländern war tatsächlich, waren verschiedene Altersvorsorgesysteme. Zum einen sieht man, dass Betriebsaktionäre, die sagen, wenn sie Aktien vom eigenen Unternehmen bekommen haben, dann trauen sie sich auch irgendwann mal an andere ran. Das heißt, wir müssen irgendwie Erfahrungen damit sammeln. Und wenn ich mich nicht traue, was Frau Sander gerade beschreibt, selber eigene Aktien auszuwählen, dann kann ich ja auf die Produkte von Herrn Stocker super zurückgreifen und kann in verschiedenste Fonds gehen. Wir haben einen großen Trend und da haben wir ja auch einen Experten mit auf dem Pendel, Nachhaltigkeit. Wenn ich sage, es ist mir als junger Mensch besonders wichtig, dass ich so investiere, dass das Geld nachhaltig angelegt wird, dann gibt es eine ganze Menge Fondsprodukte, die nachhaltig auswählen und wo ich dann im Prinzip nur meine monatliche Sparrate einzahlen muss. Mhm. Ja, also wir sollten es nicht so kompliziert machen. Es ist nämlich nicht so kompliziert. Okay, damit haben Sie mir eine schöne Überleitung gegeben auf Herrn Hassler, der gesagt hat, ich bleibe ruhig, bis Sie zum Thema Nachhaltigkeit kommen. Aber damit wären wir genau da. Und an Sie, Herr Hassler, die Bitte und die Frage, was genau bedeutet dann nachhaltig investieren? Was ist nachhaltig? Also nachhaltig ist im Endeffekt die wirklich umfassende Nachhaltigkeit, dass man langfristig wirtschaftlich erfolgreich sein kann und gleichzeitig die ökologischen Grenzen berücksichtigt, den ökologischen Fußabdruck auf ein Maß reduziert, dass dieses auch nachhaltig ist. Unsere wunderbare Welt
bietet uns ja schon die Möglichkeiten, Ressourcen bis zum gewissen Grad in Anspruch zu nehmen. Die Erde bietet uns die Möglichkeit, auch gewisse Emissionen aufzunehmen. Aber das halt alles irgendwo in gewissen Grenzen. Und diese Grenzen, die sind einfach überschritten. Die sind im ökologischen Bereich überschritten. Und die sind zuweilen natürlich auch im sozialen Bereich überschritten. Wenn es hier um wirklich ganz signifikante Ausbeutung geht von schwachen gesellschaftlichen Gruppierungen, meist in der Zuliefererkette, meist in Schwellenländern. Und mit diesem Terminus nachhaltiges Investment ist im Endeffekt die Vorstellung verbunden, dass man diese umfassende, auch ökologische und soziale Nachhaltigkeit hier insgesamt anpackt. Also irgendwie hab ich schon das Gefühl, und ich glaube, da liege ich sehr richtig, von der Entwicklung des Thema Nachhaltigkeit, Grüne in Turnschuhen, wir müssen irgendwie nachhaltiger werden, es ist wichtig darüber zu reden und so zu tun, als wären wir Nachhaltigkeit, aber das kostet ja viel Geld, das kostet Rendite, bis hin zu, jetzt machen wir es wirklich. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt an der Stufe angelangt, oder? Ja, es hat sich, also wir sind seit 25 Jahren in dem Bereich tätig, haben sehr viel auch jetzt verfolgen können, wie der Markt sich so entwickelt, wie auch die Zugänge, wie auch die Vorurteile zu dem Thema sich weiterentwickelt haben. Und in der Tat hat man mit Nachhaltigkeit vielleicht vor 20 Jahren bestimmte Technologien verbunden, in die man dann investiert hat. Und entweder ist es gut gegangen oder ist es schlecht gegangen, hat man Ups und Downs erlebt, bis sich dann doch jetzt schon auch seit sehr vielen Jahren mehr und mehr herauskristallisiert hat, dass so eine umfassende Nachhaltigkeitsberücksichtigung, indem man vor allen Dingen auch die Risiken, die ein Business Case, also eine Geschäftstätigkeit in allen Branchen aus ökologischer und sozialer Sicht mit sich bringt, wenn man diese Informationen in die Entscheidungsfindung mit einbaut. Jetzt ist das ja aber nicht ganz einfach. Wir hatten bei Herrn Schleweis eben in der Rede das Thema mit Elektromobilität zum Beispiel. Deswegen habe ich gefragt, was genau ist nachhaltig? Jetzt haben wir alle das Gefühl, wenn wir elektronisch fahren, dann ist das irgendwie nachhaltiger, als wenn wir viel CO2 über Benzin und Diesel in die Luft pusten. Wenn wir uns aber überlegen, und das hat er angesprochen, wie Elektroautos produziert werden, was wir für die Batterien brauchen, Stichwort Koboldabbau im Kongo, Kinderarbeit, Lithiumproduktion, das weiße Gold aus Chile, wie viel Wasser verbrauchen wir dafür? Wie nachhaltig sind dann Elektroautos? Also wie kann ich das hinkriegen, wirklich nachhaltig herauszufinden, also, was ist nachhaltig, um dann auch so zu investieren? Das ist im Endeffekt natürlich eine große Aufgabe. Es gibt momentan eine sehr starke Konkurrenz dieser unterschiedlichen Technologien. Es ist völlig klar, dass wir aus den fossilen Energieträgern raus müssen. Und im Mobilitätsbereich gibt es Ansätze, die eben sehr stark auf diese Elektromobilität setzen. Da gibt es ganz große Vorteile. Wenn man sich einfach mal anschaut, die Emissionsfreiheit in den Ballungsräumen ist ein wirklich großes Ziel, das auch erreicht werden kann. Es gibt konkurrierende Ansätze über synthetische Brennstoffe beispielsweise, dass man mit erneuerbaren Energien künstliches Benzin, künstliches Gas produziert, mit dem man dann möglicherweise wieder mit Verbrennungsmotoren oder aber auch mit der Brennstoffzelle agiert. Ich würde mal sagen, es ist noch nicht final entschieden, was tatsächlich aus Nachhaltigkeitsperspektive der Königsweg sein soll. Aber das ist auch nicht verwunderlich. Man hat über 100 Jahre lang in den Verbrennungsmotor, in die Verbrennungsmaschine investiert, sehr viel Forschung betrieben, diesen immer effizienter und immer ausgetüftelter gemacht. Diese neuen Technologien, die sind alle noch erst am Anfang. Und da gibt es unterschiedliche Erkenntnisse, die wir alle erst noch richtig verarbeiten müssen. Okay. Wir haben auf der anderen Seite nicht mehr viel Zeit. Das ist auch ganz klar. Es muss jetzt auch irgendwo über die Politik natürlich ein gewisser Rahmen auch Schritt für Schritt mal vorgegeben werden. Es müssen auch Infrastrukturen gebaut werden. Einiges auch über die Politik, auch die Finanzbranche. Herr Dr. Stocker soll ja zu mehr Nachhaltigkeit, ich sage jetzt mal, gezwungen werden, ja, per Gesetz auch zu investieren. Im Hause der DK Bank, wie wird da das Thema Nachhaltigkeit gehandelt, auch bei Ihren Anlagen? Worauf schauen Sie, was ist Ihnen da wichtig? Ja, wenn wir über nachhaltig in unserem Konzern reden, dann hat es verschiedene Stufen. Wir haben uns als erste systemrelevante Bank sehr früh damit beschäftigt, uns im Eigenanlagebereich, also in der DK Bank, solchen Kriterien, die auch angesprochen wurden, zu unterwerfen. Haben da 2004 bereits gemeinsam mit den Ratingagenturen auch Kriterien entwickelt,
auch unsere Kapitalanlagegesellschaften berücksichtigen, wenn sie dann in die Sondervermögen investieren oder für die Sondervermögen sich diesen Ausschlusskriterien zu unterwerfen. Das ist so die erste Ebene. Die zweite Ebene, Frau Bartendinger hat es angesprochen, wir haben auch ganz spezifische Produkte, wo dann in der Tiefe auch das Thema Nachhaltigkeit in der zweiten Stufe gezündet wird, sprich wo wir dann auch zusammenarbeiten in diesen Nachhaltigkeitsfonds mit Research-Unternehmen und zu gucken, wer von diesen Unternehmen ist denn besonders in den Fragestellungen aktiv, die Herr Hasser gerade angesprochen hat. Und die dritte Ebene ist dann auch, dass wir der Stimme der Anleger eine, oder den Anlegern auch eine Stimme geben im Bereich der Corporate Governance in den Hauptversammlungen, in den Unternehmensführungen unsere Stimme deutlich machen, um hinzuwirken, dass auch entsprechend eine verantwortungsvolle Unternehmensführung gemacht wird. Haben Sie Beispiele dafür, wie Sie auf Hauptversammlungen, wo Sie Unternehmen mal gesagt haben, was Ihnen nicht gefällt, weiß nicht, RWE, VWE, denen könnte man ja durchaus was mitgeben? Ja, wir hatten ja jetzt die Hauptversammlungssaison und da gibt es sehr viele Tagesordnungspunkte, wo unsere Kapitalanlagegesellschaften da entsprechend nicht mitgestimmt haben. Und ein Thema ist auch, wurde auch gerade angesprochen, das Thema erneuerbare Energien, wo wir auch darauf hinwirken, in den Hauptversammlungen, aber vor allem auch in den Gesprächen mit den Unternehmensführungen dort stärker reinzugehen. Und deswegen sind wir auch für eine Investitionsstrategie und nicht für eine Deinvestitionsstrategie. Denn wenn man nicht investiert, hat man keine Stimme, kann man keinen Einfluss nehmen. Und am Ende geht es ja auch um Weiterentwicklung der Unternehmen, für den Erfolg der Unternehmen mit zu unterstützen, dann auch für Arbeitsplätze. Mhm. Herr Braubartenlänger? Da möchte ich mal ein Beispiel nennen, das jetzt auch durch die Medien gegangen ist. Die 18-jährige Schülerin, die auf der VW-Hauptversammlung gesprochen hat und sehr stark kritisiert hat, dass Volkswagen sich immer noch nicht aus der eigenen Krise, also konsequent herausarbeitet. Und wenn ich heute jemand hier mit 18 Jahren frage, wie er sich denn bei Volkswagen beschweren kann, wenn ihm die Politik nicht gefällt, dann ist die Aktie genau der richtige Weg. Sie brauchen nur eine Aktie, dann können Sie auf die Hauptversammlung gehen und können dort auch sprechen und können ganz gezielt beim Vorstand die Dinge auch anmelden. Da lasse ich auch nicht gelten, wenn man dann sagt, ja, was soll ich denn mit einer Stimme, da kann ich doch gar nichts ändern. Kann ich sehr wohl, weil ich natürlich eine große Öffentlichkeit habe und meine Themen adressieren kann. Und es ist genau der richtige Weg, eben Teilhabe, also Herr Schleweis hat auch das gesagt, gemeinsam können wir alles schaffen, aber da ist eben der richtige Weg nicht, sich zu verabschieden, sondern mitzumachen und mit investiert zu sein, ist auch eigentlich das, was Herr Kühnert so fürchterlich angesprochen hat von der SPD, man solle die Unternehmen verstaatlichen, so ein Quatsch, man sollte die Bürger zu Aktionären machen und dann kann man teilhaben. Ja. Ich frage mal gerade hier in die erste und zweite Runde, wo sehr viele junge Menschen sitzen. Wenn ich das, Entschuldigung, Sie sind natürlich alle jung, aber hier vorne extrem. Habt ihr Aktien? Ich sage einfach mal du, ich bin die Corinna. Habt ihr Aktien? Hat einer von euch Aktien? Ja? Schon mal drüber nachgedacht? Wart ihr schon mal auf einer Hauptversammlung? Ja? Ja, nein? Schon mal was gesagt da? Aber das war der dringende Aufruf dazu. Ja, geht, funktioniert. Einfach mal zu tun. Ja, Herr Kappela. Und es gibt natürlich die Stimmrechtsvertreter, an denen man die Stimmrechte übertragen kann. Man muss nicht immer überall hingehen. Man kann auf diesen Listen ankreuzen, wo man dafür, wo man dagegen stimmen möchte. Also es ist heute sehr leicht, Aktionärsopposition zu machen oder seine Nuancen auf den Aktionärs Stimmblättern einzusetzen. Das finde ich ist ein großer Fortschritt gegenüber früher. Herr Hassler? Ich möchte zu der Thematik noch mal anfügen. Sie werden wahrscheinlich wirklich nicht vermuten, dass der Kapitalmarkt als ganz, ganz, ganz großer Hebel im Endeffekt auch die Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit antreibt. Also wenn Sie Unternehmensvertreter in den Nachhaltigkeitsabteilungen fragen, warum macht ihr das eigentlich alles? Wer ist für euch der entscheidende Einflussgeber? Dann kommt als Antwort zurück, es ist wirklich der Kapitalmarkt in seiner unterschiedlichen Ausprägung zwar, aber stärker als der Kunde, stärker als die Wettbewerber, stärker als andere Motivatoren ist das Geld momentan mittlerweile in der Lage, Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit zu motivieren. Herr Stocker? Ja, ich glaube, da wird auch sehr deutlich, was das Aktie eigentlich ist. Dass es eben kein spekulatives Element ist, sondern dass es Kapital ist, was den Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, was auch unserer Volkswirtschaft in Deutschland zur Verfügung gestellt wird. Und dann, wenn man über den Sparplan über viele Jahre investiert, auch langfristig Kapital
als Schmiermittel für unsere Volkswirtschaft bereitgestellt wird. Also es ist eine Sachwertanlage. Mhm. Okay, letzte jetzt nochmal zwei andere Punkte. Ja, Herr Kappeler? Letzte Woche ist das Unerhörte geschehen. Die Aktionäre haben der Leitung und dem Verwaltungsrat von UBS, der größten Schweizer Bank, die Entlastung verweigert. Einfach verweigert. Und das kam zustande mit diesen eingesamten gebündelten Stimmrechten der kleinen und großen Aktionäre. Mhm. Wobei, da könnten wir auch drüber sprechen, was das denn bringt und wie das weitergeht, aber dann verzetteln wir uns, glaube ich. Ich würde noch mal einmal kurz, bevor ich zu Ihnen komme, Frau Sander, und noch mal gerne ein paar Tipps hätte fürs Investieren. Ganz kurz, Frau Bortenlänger, Sie sprachen das Thema, oder auch Sie, Regulatorik an. Politik muss im Grunde Anreize schaffen. Stattdessen haben wir es ja mit großen regulatorischen Hürden zu tun. Ich sage mal, alle, die in der Bank arbeiten, die wissen, was man für Formulare ausfüllen muss mit Kunden, um erst mal ins Investieren zu kommen. Ich habe letztens den Thomas Richter, den Präsident vom BVI, von Ihrem Bundesverband, getroffen, der sagte oder stellte die Frage, wer schützt eigentlich die Verbraucher vor den Verbraucherschützern? Absolut richtige Frage, und da hat mich zumindest hoffnungsfroh gemacht, dass Herr Scholz gesagt hat, Regulierung, also bestehende Regulierung, muss regelmäßig überprüft werden, und da können Sie wieder alle Ihre Stimme erheben, die Sie in den Sparkassen für Beratung zuständig sind. Sie wissen, wie schwierig es inzwischen ist, dem Kunden die Akte zu verkaufen, nicht weil die Akte so was Schlechtes ist, sondern weil es stapelweise Papier ausgefüllt werden muss. Und das spüren wir insgesamt, dass die Banken und Sparkassen sich aus der Beratung da zurückgezogen haben. Das heißt, großes Plädoyer wieder für mehr Beratung, weil der Kunde eben gerade am Anfang, wenn er mit den Themen beginnt, Beratung braucht. Und dafür ist der Verband wahrscheinlich auch wichtig, Herr Dr. Stocker, um damit als große Stimme zu reden und immer wieder Einfluss zu nehmen. Ja, ein zweiter Satz, den er sagte, Sie möchten nicht wissen, was haben die Gesetze in Brüssel mit der Wurst gemeinsam? Sie möchten bei beiden nicht wissen, wie die gemacht werden. Fand ich auch ganz unterhaltsam, wenn er es weiter schafft, so laut zu sprechen und die Politik anzusprechen, vielleicht gelingt es. Frau Sander, jetzt kommen wir dringend, bevor die Zeit um ist, zu Ihnen, denn Sie haben mir im Vorfeld ganz viel geschickt an Dingen, die wichtig sind bei der Aktienanlage, unter anderem die 10 schlimmsten Patzer, die schaffen wir jetzt nicht. Aber sagen Sie doch mal so als Tipp, als Aktienexpertin, was sind so 3 große Patzer bei der Aktienanlage, wo Sie immer in Ihren Seminaren raten, das darf nicht passieren? Ja, also zunächst wollte ich nur ganz kurz sagen, weil ich das für wichtig halte. Ich habe heute in der Welt gelesen, seit 1949, seit 70 Jahren, wer da Aktien gekauft hat, hat in diesen 70 Jahren im Durchschnitt jedes Jahr 11,8% gemacht. Nichts ist dem gleichzukommen. Das gilt seit 70 Jahren. An zweiter Stelle liegt praktisch mit 5,2% praktisch die Immobilienanlage. 5,2%, und das ist auch ein großer Zukunftsmarkt. Danach kommt mit 3,7% die Anleihe. Die sind natürlich jetzt durch die Nullzinspolitik noch viel weiter runtergekommen. Und ganz unten, das ist das, was die Bundesbürger, vor allen Dingen auch die Frauen, am liebsten immer noch lieben, ist das Sparbuch als schleichender Kapitalvernichter. Da hat praktisch auf 70 Jahre die Anlage nur 1,8% gebracht. Aber daraus wird zu wenig gelernt. Und deswegen sage ich eben auch, mit Aktien macht ihr es am meisten. Deswegen sage ich immer, breit gestreut, nie bereut. Langfristig anlegen. Kein Fluch, sondern Segen. Euphorie, Panik, Angst und Gier. Diese 4, die meide sie. Und wenn man jetzt die größten Fehler sieht, ist es erstens mal, dass man sagt, im Mai alle Aktien raus und im Oktober wieder rein. Wer das gemacht hat, Leute, der hat niemals einen steuerfreien Altbestand aufgebaut. Der vergisst meistens die Dividenden, die praktisch immer vor allen Dingen ausgeschüttet werden, im Mai, Juni. Oder auch dieser Spruch, der heute gar nicht mehr geht durch den demografischen Wandel mit den vielen Jahren geschenkten Lebens, dass man sagt, 100
minus Alter ist Aktienanteil, dann dürfte ich 19% Aktienanteil haben. Und Sie, liebe Azubis, Sie müssten dann 80%, 70% Aktienanteil haben. Frage ich Sie, haben Sie überhaupt das Geld, dass Sie jetzt das schon machen? Wahrscheinlich nicht. Das Auto, die Familiengründung. Nicht die Wohnung, das alles kommt vorher. Was sagen Sie, wie viel, gibt bei Ihnen auch so eine Grenze? Genau, mal Applaus. Sie raten aber, wenn ich es richtig gelesen habe, Ihre Empfehlung auch zu Fonds, das wird Herr Dr. Stocker gerne hören, und sagen, wenn Aktien, dann auf keinen Fall weniger als 1.000 Euro. Das würde ich jetzt sagen, nicht weil ich meine Stimme bei der Hauptversammlung habe, sondern dass es sich lohnt. Ich will ja praktisch Aktien langfristig anlegen. Und wenn ich das für über 1.000 Euro mache, dann habe ich ja, zahle ich für 1.000 Euro die gleiche Transaktionsgebühr, als wenn ich für 100 Euro anlege. Und wenn ich nur für 100 Euro anlege, dann kann ich später auch mal keinen Teilverkauf mehr machen, weil zu wenig übrig bleibt. Deswegen sage ich immer, macht es mit Sparplan ruhig im Monat 25 Euro oder dass ich sage, so die ersten 5 Tage im Monat, dann könnt ihr einen Dauerauftrag machen, vielleicht auch 3-mal im Jahr 100 Euro und das könnt ihr auch mit einem ETF machen. Das könnt ihr auch mit einem Aktienfonds machen. Und gerade wenn ich wenig Geld habe, würde ich nicht gleich in Aktien also in Einzelaktien reingehen, sondern dann lieber in ETF, da habe ich keinen Ausgabeaufschlag. Bei Aktienfonds kann ich den aber immerhin verhandeln. Und wenn ich das dann schon mal mache, dann habe ich schon den Grund gelegt nachher für Vermögensaufbau und eine vernünftige Altersvorsorge. Frau Sander, eins brauche ich noch mit Ihnen, die Zeit läuft uns davon, aber eins finde ich noch wichtig von allem, was ich von Ihnen gelesen habe. Erklären Sie uns nochmal, denn auch Sie sind jemand, der es geschafft hat, mit ganz wenig anzufangen und zur Million zu kommen. Also wir haben Minimum 2 Millionäre, ich will gar nicht wissen, wen noch in der Runde. Und damit, das haben Sie Ihrer, wie heißt sie, Mehrmutstrategie zu verdanken. Oder Hochtiefmutstrategie. Ja, die brauchen wir jetzt noch, damit wir alle zum Millionär werden. Wie geht das? Das geht so, dass man jetzt eben für über 1.000 Euro anlegt, dass man breit streut. Nicht 5 Aktien mit 50.000 Euro, wenn jemand das Geld hat, sondern dass man lieber sagt, ich habe 20 auf Tacken, verschiedene Posten, 50 verschiedene Posten, ich habe über 100 verschiedene Aktien. Und dadurch, dass ich die habe und sehr langfristig anlege, habe ich natürlich dann immer auch Aktien dabei, die richtig gut laufen. Und dann kann ich zum Beispiel in Zeiten, wo es schwierig ist, wie jetzt zum Beispiel im Dezember 2018, da hatten wir so eine Art Technologie-Crash. Da sind Nasdaq und auch DAX-Aktien richtig runtergegangen. Teilweise einzelne Werte 20%, 30%, 40%. Und was machen Sie dann an solchen Tagen? Ein paar sind aber auch nach oben gegangen und da habe ich gesagt, mit den Immobilienaktien, die damals fast auf Allzeithoch notiert haben, habe ich ein paar Teilverkäufe gemacht und dafür bin ich dann unten eingestiegen in Technologie, ob das Amazon war, ob das Alphabet war, ob das Salesforce war, ob das Adobe war, ob das Alexion war und mit diesen Aktien habe ich dann praktisch richtig wieder zugelegt. Also Gewinne genommen und in Verlierer investiert und somit kein wirkliches eigenes Kapital eingesetzt, sondern die Gewinne aufs Risiko gesetzt. Super clever. Herr Dr. Stocker, brauchen Sie noch eine Fondsmanagerin bei sich im Hause? Ja, ich habe gerade überlegt, wie wir jetzt zum Arbeitsvertrag kommen. Ja, vielleicht können Sie noch. Ganz kurz noch, Herr Kappeler, die Zeit ist um, aber Sie haben sich zweimal gemeldet. Kurz noch. Ich wollte eigentlich nur das unterstützen, es geht auf und nieder bei den Aktien. Das auf und nieder, immer vor wieder. Augen halten. Ja. Und als Makroökonom möchte ich schon sagen, wir haben 37 Jahre Zinssenkungen hinter uns, seit 82, 37 Jahre, wo die Zinsen mehr oder weniger runtergingen, von damals 8 auf jetzt 1,5. Das hat den Wert eines Einkommensflusses in einer Firma oder so weiter von 100.000, damals 1,25 Millionen, auf jetzt 5 Millionen hochkatapultiert. Bei Obligationen, bei Aktien, bei Immobilien. Das kann nicht
immer so weitergehen. Also man muss Schläge einstecken können. Die andere Überlegung, was vielleicht wieder hochgeht. Jetzt müssen wir kurz machen, weil Zeit ist um. Die westlichen Notenbanken haben sich derart in die Ecke gedrängt mit ihrer frivolen Geldpolitik, dass sie nicht mehr raus können und solche Schocks wahrscheinlich mit immer mehr Gelddrucken auffangen werden, wie heute in China, sodass möglicherweise Anleger auf einem Ruhekissen der Notenbanken, der inflationären Notenbanken investieren kann. Aber jetzt das ist nicht sicher. Auf und ab. Jetzt wären wir beim Thema Wirtschaft und Konjunktur. Wo stehen wir im Zyklus? Ja, ist es der richtige Zeitpunkt? Da könnten wir jetzt noch ein zweites Panel machen, aber leider die Zeit ist um. Deswegen bedanke ich mich bei einem super spannenden und unterschiedlich besetzten Panel mit ganz vielen verschiedenen Einblicken, die uns, glaube ich, deutlich gemacht haben, wie wichtig das Thema Wertpapierkultur in Deutschland ist, dass wir uns dafür einsetzen müssen, dass die Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzen muss, dass damit viel möglich ist an persönlicher Vorsorge, wie wichtig und entwickelt das Thema Nachhaltigkeit ist, was wir da weiter dran tun müssen, dass wir Häuser wie die DK Bank brauchen, die laut drüber sprechen und erfolgreiche Anleger, die in Seminaren bis ins hohe Alter darüber berichten und vorleben und das tun und auch junge Leute motivieren und zu dem Thema bringen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie da waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter. Werben Sie für das nächste Panel. Nach der Mittagspause geht es hier, glaube ich, irgendwie weiter. Wie arbeiten wir in Zukunft? Stirbt der Sparkassenbetriebswirt und der Bankkaufmann aus? Wie müssen wir zukünftig sein? Auch das ein spannendes Thema, für das ich Sie einladen möchte. Jetzt sage ich Dankeschön und eine gute Mittagspause.